herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Batman Arkham Knight. Ja, ich habe die Drohne hier in der letzten Folge schon einmal angeschossen. Deshalb nicht wundern, ich habe nicht weitergespielt. Aber habe die Folge in der letzten... Habe die Folge beendet. Irgendwie klingt das nicht richtig. Egal. Geht die kaputt? Was wollte ich sagen? Frisch zu starten. Um frisch in die Folge hier zu starten. Kann ich ihn eigentlich auch kaputt machen? Ich weiß es gar nicht. Scheinbar nicht, oder? Vielleicht damit? Nö, juckt ihn nicht. Damit? Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Oh, toll. Die habe ich natürlich nicht. So. Kann ich ihn befreien? Beeil dich und hol uns hier raus. Schon gut, Jim. Ich werde sie aufhalten. So. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken. Und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Was der Joker getan hat, tat er nur deinetwegen. Er hat mich zerstört, um dich zu ärgern. Batman, Alter. Du hast mir scheißegal, ich laufe jetzt einfach hier hin. No, er hat kein Gewehr mehr. Du bist Robin, Jason. Nicht das, wozu er dich gemacht hat. Stopp! Sofort damit auf! Du hast mir das angetan. Es tut mir leid. Du hast mich in einer verlassenen Ecke von Arkham verrotten lassen. Über ein Jahr. Mit ihm. Es ist nicht zu spät. Wir können etwas tun. Gemeinsam. Alfred, ich habe Jason gefunden. Entschuldigung, Sir. Ich muss mich verhört haben. Ich dachte kurz, Sie hätten Master Todd erwähnt. Du hast richtig gehört. Mein Gott, geht's ihm gut? Nein, tut es nicht. Also, das war's dann wohl mit dem Arkham Knight. Hat den Namen selbst gewählt. Der gute Junge. Wo kann man einen Mann besser um den Verstand bringen als im Irrenhaus? Tja, ist natürlich dumm gelaufen, dass es nur noch so... Ich vermisse diesen Ort. Halt mal die Schnauze jetzt, Joker, Junge. Vielleicht landen wir eines Tages wieder dort. Dass es so einfach war, dann hätte ich die Folge natürlich nicht beendet in der letzten Folge. Aber... Ja, jetzt ist es nun mal so. Hallo, Gordon. Wir müssen aufs Dach gelangen. Scarecrow ist da oben. Was ist passiert? Ich habe Crane verfolgt und wurde geschnappt. Jim, das mit Barbara tut mir leid. Muss es nicht. Bringen wir das hier zu Ende. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Jim, Vorsicht! Warte mal, wo ist meine Waffe hier? Die da. Na, war das die? Welche war denn das? Ah.
Das war doch die hier, oder? So, jetzt mach ich dich einmal fertig hier, du Vogel. Du bist gleich dran. Nicht drängeln, nicht drängeln. Ah, guck mal an. Das war doch gar nicht so schlecht, oder, Freunde? Bist du okay, Jim? Alles gut, Jimmy? Ging mir schon schlechter. So. Jim, ich wollte nur sagen, mit Barbara zu arbeiten, war eine Ehre. Nicht. Auch wenn du gewusst hättest, was sie tut, sie war nicht aufzuhalten. Stur wie ihr alter Herr. Tapfer. In diesem Job erlebt man so viel Schmerz, so viel Leid. Aber nie werde ich die Zeugenaussage des 8-jährigen Jungen vergessen, der gerade den Mord an seinen Eltern miterlebte. Du warst freundlich, Jim. Ach, ich dachte, ich kriege vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu. Es tut mir leid. Du musst dich nicht... Wir ähneln uns, Bruce. Wir würden alles für unsere Nächsten tun. Oh, da ist er. Scarecrow. Hallöchen. Betty Boy ist hier. Auf die Knie, Crane. Sofort. Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Tut mir leid. Es ging nicht anders. Her mit meiner Tochter. Dad! Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann. Hoffnungslos. Verraten von seinen Freunden. Vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren. Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir. Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben hängt davon ab. Dad! Nein! Dachten Sie, ich will seinen Tod? Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr. Nein, nimm mich, bitte. Sie willst du doch gar nicht. Nimm mich! Du machst mir keine Angst. Angst ist nur natürlich. Bist du verletzt? Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da!
Mobil. Zerstört. Schütze Orakel. Keine Sorge, Lucius hat einen Ersatz. Wie denn? Oh. Was sehen meine Augen da? Mit zahlreichen Verbesserungen ausgestattet, auch mit seinem Drohnenhacker. Mal klarkommen hier, Alter. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Bruder, wir sind gleich tot, Alter. Oh, ich will hier nicht bei dem Comeback gleich sterben. Drohne offline. Ja. Drohnenflankierung initiiert. Nein. Ich glaube, ich bin gleich weg vom Fenster. Diamond Bank zerstört. Twin Rider zerstört. Nur noch. Zerstört. So eine Pisse, fuckt der mich ab. Alles auf schwarz gesetzt und doch verloren. Mach dich weg da mit deinem Schwuchtelanzug, du Vogel. Ja, so feiert man natürlich ein Comeback. Spielaufzeichnung pausiert. Zerstört. Was? Keine Sorge, Lucius hat einen Ersatz. So, dann machen wir es nochmal, wa? Mit zahlreichen Verbesserungen ausgestattet, auch mit einem Drohnenhacker. Ausgeschaltet. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ziel hat eine Drohne erwischt. Panzerung intakt. Twin Raider getroffen. Mamba Drohne hat Schaden erlitten. Mamba zerstört. Ach du Scheiße! Ach, die kämpft jetzt für mich, ja? Diamond zerstört! Da? Muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Oh. Twin Rattler offline. Noch drei. Drohne getroffen. Sie ist noch aktiv. Nein, warum trifft er mich? Das darf nicht passieren, Mann.
Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Oh, Gott sei Dank. Drohneneinheit in Otisburg zerstört. Neue Farbe, oder was? Schwarz fand ich geiler. Scarecrow wird ihn töten, oder? Nicht, wenn er durch ihn zu mir kommen kann. Oh, wie ritterlich. Erinnerst du dich, wie du mich so getragen hast? Ich nicht. Ich war tot. Spasti. Du kannst vom Revier aus arbeiten. Wir finden deinen Vater. Toll, jetzt habe ich die Tochter, aber der Vater fehlt. Scarecrow hat mich manipuliert. Ich sah dich sterben. Das war das Gas, Bruce. Mach dir keine Sorgen um uns. Du bist nicht verantwortlich. Wir kämpfen mit dir, nicht für dich, okay? Gut, dass du wieder da bist. Cash, ich habe Barbara gefunden. Bring sie zu den Zellen. Sie lebt. Gott sei Dank. Was ist mit Gordon? Scarecrow hat ihn gefangen genommen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden ihn befreien, Cash. Oh, ist das schön, wieder ein Batmobil zu haben. Jetzt wirklich. So. Ach ja, ich muss sie hier reintragen. Wo ist Tim? Furcht vor dem Erfolg. Okay? Er ist noch im Filmstudio. Es geht ihm gut. Ach ja, er ist ja eingesperrt. Barbara, schön dich zu sehen. Hallo Aaron. Ist eine Weile her. Barbara unterstützt uns von hier aus. Wie du meinst. Sie arbeitet jetzt für dich? Teufel, was sag ich denn da? Tun wir doch alle, oder? Okay, mal sehen. Zuerst stellen wir eine Verbindung zum Uhrenturm her. Die brauchen echt neue Computer. Okay, sind drin. Mist. Scarecrow's Männer sind schon da. Sie wollen den Serverraum ausschalten. Kopier die Daten vom Zentralrechner. Geht nicht. Die Miliz blockiert unseren Zugang. Die Verbindung ist weg. Wir brauchen die Daten. Nur so finden wir meinen Dad. Ich kümmere mich drum. Du kannst da nicht hin. Sie warten schon auf dich. Das hoffe ich doch. Geh mal Hallo sagen. Ich bin der Joker, ne? All die Jahre. Und ich habe immer noch eine Schwäche für die kleine Barbara Gordon. Zum Glück sitzt meine nicht genau zwischen den Brustwirbeln. Ich würde dir so gerne die Fresse polieren. Cash sagte, es wäre seine. Also theoretisch gehört alles hier drin. Das kann man nicht abstreiten. Oh, falsche Seite. Wo ist denn der Ausgang? Ach, hier ist jetzt auch da der Pimmelberger. Der Ausgang war nochmal wo? Da. Keine Sorge, Batman. Barbara ist hier sicher. Der Uhrenturm gehört ganz dir. Das hoffe ich. Das hoffe ich doch, dass sie hier sicher ist. My friend. Du hast bloß so lange überlebt, weil er das so möchte. Du stirbst bereits die ganze Nacht. Mach sie fertig, Batman. Hey, mach es. Tut uns leid, Batman. Er hat Fotos gemacht. Der hat Fotos gemacht. Achso, das ist das andere. Ah! Machen wir uns bereit, Leute. Wachgeschütze sind online. Der kommt nicht mal in die Nähe dieses Ortes. Wir schalten ihn aus. Der Uhrenturm ist eine seiner Basen. Früher oder später kommt er hier vorbei. Nicht, wenn er nicht sterben möchte. Vielleicht wird ihm das ja alles zu viel. Vielleicht möchte er uns den Gefallen tun. Dafür ist er zu dumm. Der glaubt, er könne gewinnen.
Das ist ja schön. Jetzt gibt's ja auch Sniper. Versuchen wir es damit, oder? Ja, ne? Ruhe bewahren, und zwar alle. Wir sind der bestausgerüstete Trupp der ganzen Armee. Was zum... Es ist überhaupt der Uhrenturm? Das war doch gar nicht, oder? Doch, das ist er. Alter, die muss... zugemauert. Oh, das ist aber eine kleine Drohne. Da sind sie jetzt, die Stricher. Und alle haben Waffen, ne? Ja, moin. Wie ist die Drohne kalibriert? Keine Sorge, er braucht nur zu atmen und das Ding wird ihn finden. Wie komme ich da jetzt unbemerkt in diesen Schacht? Erstmal hier rüber. Sitzt du still? Bericht! Ich bin okay. Ja, ja, ich auch. Ja, alles okay. Hier ist nichts. Alles wird gut, wenn wir aufpassen und zusammenarbeiten. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ach du heiliger Bimbam, das ist ja Vater von Scheiße hier. Habe ich schon wieder Punkte? Warte, wo war das? Ah, warte. Ah, nur drei, verdammt. Die Drohne. Systeme sind online. Alle Sektoren sauber. Ich hasse Computer. Kann ich den hier nicht wegmachen? Mal wieder weg hier. Upp, das war nicht hoch genug. Ich sehe mal nach dem Typen. Gute Idee. Es hat begonnen. Er schnappt sich uns. Wir wussten, dass er hier ist. Wie konnte das passieren? Oh, da fährt ein Panzer. Ja, fast. Gebt eurer Angst nach, wie euer Commander es getan hat, und ich werde euch finden. Haltet ihn auf und ihr werdet belohnt. Was war das? Hier lang, da drüben! Weg, 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 weg! Mechanismen des Gehirns entwickelten sich als Reaktion auf Raubtiere, die uns im Dunkeln jagten. Nur wenige Prüfungen beschwören die Ängste unserer Vorfahren so herauf wie diese. So, erstmal wieder hier rüber. Mann, überleg nur, wie viele Batman-Geheimnisse hier drauf sind. Würde ich sagen. Oh, nee. Warte mal, wie kann ich denn das machen? Wachgeschütz aufgestellt, Bereich ist scharf. Mittlerweile solltest du die Phase erhöhter Aufmerksamkeit erreicht haben. Die Drüsen in deinem Hirn pumpen Hormone. Norepinephrin, Hydrocortison. Ist das dein Scheiß Ernst? Das kann nicht sein. Batman, du bist ein Idiot. Kampf- oder Fluchtinstinkt, der sich da meldet. Aber du hast in Wirklichkeit gar keine Wahl. Idiot, ey. Also ich sag jetzt schon, die Mission hier macht keinen Spaß.
Das ist so, weiß ich nicht. Ich finde, man kann die mit den Waffen, das ist so schwer irgendwie. Oder ich bin zu schlecht. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Arbeitet zusammen, ihr wisst, keiner uns nicht überlisten! Dann geht's erstmal wieder hier rüber. Gleich wieder weg. Ich wünschte, ich könnte es anders machen, aber das ist hier irgendwie nicht möglich. Ach, da sind die alle. Nein, das sind die doch nicht, oder? Nein, das war so ein Stützpunkt. Da ist das, wo ich hin will. Ja, ja. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Erstmal weg hier. Okay, Jungs, seht ihr was? Nicht! Ich bin okay. Ja, ja, ich auch. Ja, hier wollte ich nicht lang. Eigentlich. Ah ja. Kann jemand Scarecrow zum Schweigen bringen? Es ist ihm egal, was hier passiert, oder? So, erstmal rein ins Gebäude jetzt hier. Hoffen, dass hier vielleicht ein paar rumkommen. Hier haben wir auf jeden Fall wieder. Oh, da ist einer. Wir sind keine dummen Schläger, Batman. Wir sind vorbereitet. Ja, komm und zeig dich. Mal sehen, wie lange du durchhältst. So, was ich sagen wollte, hier ist wenigstens so einer wieder, dass ich abhauen kann. Falls er nämlich gleich wieder... Eure jawohl. Pupillen haben sich bereits erweitert, in dem verzweifelten Versuch, in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Eure Muskeln sind angespannt in Vorbereitung auf den Moment, in dem ihr angreift. Und weg damit. Das Blut ist aus eurer Haut entwichen, um wichtigere Funktionen zu erfüllen. Vielleicht oh, da kommt wieder einer. Spürt den kalten Hauch der Angst. So. Stelle Wachgeschütze auf. Nur falls. Lasst ihn. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Solltest du überleben, wirst du feststellen, dass die erhöhte synaptische Plastizität es deinem Geist erlaubt, jeden Moment dieses eins, zwei, drei, da ist noch einer. Er kommt jetzt hierher, wa? Und ich kann ihn wahrscheinlich nicht auslöschen. Perfekte Erinnerung, kristallisierte Momente der Angst. So, ich verpiss mich erstmal wieder hier hin. Erholen sich vielleicht nie von dieser Nacht.
Gehirne werden sich in einen Modus. Den kann ich bestimmt nicht so auslöschen. Jeden Moment bereit, im Bad zu verfallen. Ihr werdet mitten in der Nacht hochschrecken, euch an euer Bettlaken klammern und wie kleine Kinder weinen. Jetzt liegt es an uns. Achso, da kommt noch einer. Du lässt das so leicht klingen. Der spielt doch mit uns. Sind nicht mehr viele, vielleicht schaffen wir es doch. So. Sieh sie dir an, Batman, wie sie vor Angst zittert vor der Kreatur, die aus der Nacht kommt. Genauso gefällt dir deine Beute, nicht wahr? Ja. Wir beide nutzen die Angst, dunkler Ritter. Aber nur einer von uns versteht. Machen wir das Geschütz kaputt jetzt hier. Weg damit, so. Angst ist kein Knüppel, Batman. Wenn nämlich gleich der andere Pisser hier kommt. Auch kein Schild. Angst ist ein Skalpell, das mit Präzision da ist er. Die erbärmliche Fiktion von Anstand schneidet und die wimmernde Bestie im Inneren deines. Nein, nein, nicht hoch, runter, komm runter. Jawohl. Vielleicht kommt er tatsächlich zu uns. Könntest du bitte runterkommen? Wer hat denn für Sorgen? Er schießt einfach los. Eigentlich könnten wir den vielleicht auch so auslöschen. Vielleicht. Oh, wo willst du hin? Nein, Batman, verdammt. So. Es ist dabei, Jungs. Es ist dabei. Wo ist er? Da ist wieder der Jumbo. Der ist da, der Stoke. Er ist zu schnell, er ist zu stark! Hier ist ein Mann am Boden, helft ihm, ich hab ne Fledermaus abzuknallen. Kommt er jetzt dahin? Ja, er läuft dahin. Oh, er ist hier. Wachgeschütz ist inaktiv. Oh, jetzt kommt der natürlich auch. Oh. Können wir so ein bisschen Energie sparen für den Dicken da. Los, geh weiter. Dickerchen. Wir packen das. Wir packen das auf jeden Fall. So. Guck, vielleicht kriege ich den jetzt, wenn ich hier rausgehe. Oh nein. Nicht gut. Ah. So. Da ist er nämlich. Den wollen wir. Erstmal wieder abhauen. Da ist nämlich der Dicke. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den vernichten sollen. Eigentlich können wir ihn nur irgendwie überraschen. Und
Eigentlich sollten wir, glaube ich, nicht da kämpfen, wo so eine Drohne steht. Ich glaube, ich gehe wieder ins Loch. Vielleicht warte ich noch kurz, bis er weg ist, besser. Oder wo geht er hin? Ich warte. Ich warte besser. Wobei, da steht er rum, ne? Und die Drohne ist eine Etage tiefer. Also können... Achso, er ist auch eine Etage tiefer. Ja, okay, alles klar. Nein. Fast hätte ich es wieder selbst versaut. Hey, komm schon, nur noch der eine, ey. So, ich glaube, der ist eine Etage tiefer. Wir können doch irgendwo runter, oder? Gebäude verlassen. Konnte ich hier nicht irgendwo rutschen? Da, guck, er ist nämlich eine Etage tiefer. Ich kann doch hier irgendwo rutschen. Rutschen. Wo ist denn die Rutsche? Hier, glaube ich. Jawohl. Stark. Hä, wo ist er? Noch ein tiefer? Rutschen wir halt nochmal. Auch kein Thema. Da ist er. Wie machen wir das jetzt mit denen aber am besten? So. Oh. Ich muss immer ausweichen hier. Oh, mach ihn fertig. Heulenden Babys. War das der Letzte? Losgestellt durch deine Angriffe. Genau das gleiche werde ich mit dir anstellen, dunkler Ritter. Noch bevor die Nacht zu Ende ist, werde ich alle Schichten Batmans abtragen. Oh, ich glaube, das war's. Oh. Die Server können wieder hochgefahren werden. Die Kontrollkonsole ist im obersten Stock. Oh. Hier also? Oder wo? Im obersten Stock. Ach da. Oracle. Der Uhrenturm ist sicher. Verbindung zum Großrechner steht. Gut. Okay, wie es aussieht, haben wir wohl ein paar Server verloren. Wird eine Weile dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind, aber ich sollte online sein, wenn du zurückkommst. In der Zwischenzeit solltest du vielleicht rüber zu Lady of Gotham. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Lamm auf der Schlachtbank. Mission entdeckt. Ja, wir haben 90% von der Hauptstory. Heißt, wir haben nicht mehr so viel. Ich werde die Folge jetzt hier trotzdem erstmal beenden. Danke fürs Zusehen. Oh, Entschuldigung. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Bleibt heldenhaft, Freunde. Ciao, ciao.